Hallihallo, liebe Gamer-Freunde. Willkommen zu einer weiteren Runde Deus Ex Mankind. Ich hoffe, ihr genießt das Spektakel und habt ein wenig Spaß. Und vergesst nicht, meine Streams sind, soll sich nicht scheuen, einfach im Chat zu schreiben. Weil, wie ihr schon mitbekommen habt, ich bin nicht die Art von Streamer, die von sich aus irgendwie pausenlos nonstop sammeln kann. Also, ja, genießt das Game und redet mit mir, wenn euch danach ist. Und natürlich, nochmal kurz, solltet ihr gelegentlich irgendwelche Tipps oder Vorschläge haben, auf die man irgendwie weiterkommen sollte, tut euch keinen Zwang an, teilt es mir ruhig mit, ich weiß euch nicht, auch wenn ich nach jedem Satz vor dem Fernseher hänge. Nein, Quatsch. So, jetzt aber genug gesammelt. Jean-Guy Clotier. JG. Haben Sie oder Cheng die Zugangskarte für den NSN-Serverraum woanders hingelegt? Waren wir uns nicht einig, dass sie in der unteren Ebene bleiben sollte? Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Ich habe schon wieder die Staatspolizei im Nacken und muss den Minister anrufen. Debbie. Okay. Warst du auf Sings Beerdigung? Nein, ich kannte ihn gar nicht. Das ist egal, da war einer von uns. Servus, Jan. Ich hätte mich irgendwie fehl am Platz gefühlt. Ich habe DNA-Checks bei sämtlichen Agenturen durchgeführt. Nichts. Ich glaube, Direktor Miller macht einen Fehler, wenn er alle unsere Ressourcen auf die Suche nach diesen Neulingen in Dubai verwendet. Weiß nicht.
Auch mich verfolgen furchtbare Erinnerungen an diesen Tag. Es wird lange dauern, bevor... Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Agent? Das heißt, Sie wären zuständig für die maskierten Söldner aus Dubai. Gibt's schon Spuren? Ich bin zwar gut, Jensen, aber ich arbeite erst seit 5 Minuten daran. In 5 Minuten kann viel passieren, MacReady. Was sagt die Pathologie? Gibt es Neuigkeiten von den geborgenen Leichen? Die Reste liegen in der Station Oman auf Eis. Man hat mir gesagt, sie sind komplett sauber. Keine Abdrücke, keine Zähne, gar nichts. Mit anderen Worten, kein Schritt vor und 2 Schritte zurück. Und wir haben dabei auch noch einen guten Agenten verloren. Wir sollten für Sings Sicherheit sorgen und haben versagt. Wir haben dafür beide eine aufs Maul verdient. Das bestreite ich nicht. Gut, dann sind wir uns ja mal einig. Sollten wir uns jetzt nicht lieber um unsere Ermittlungen kümmern? Woher zum Teufel haben Sie nur dieses sonnige Gemüt, MacReady? Wenn Sie mehr über mich erfahren, macht uns das nicht zu Freunden, Jensen. Aber bitte, ich bin sofort nach der Schule zur Armee, kam mit 25 zu den UKSF und 4 Jahre später zum SRR. Special Reconnaissance Regiment. Das ist eine Eliteeinheit. Und total glamourös. Immer Champagner und Limousinen. Also habe ich gekündigt. Was hat Sie wieder zurückgebracht? Schicksal. Ein Werkzeug ohne Aufgabe setzt irgendwann Rost an. Und jetzt bin ich wieder hier und erfülle meine Aufgabe. Sie sind selbst ein Werkzeug. Sie müssten das verstehen. Ja. Aber warum wurden dann die Leichen aus Dubai nach Oman gebracht? Keine Ahnung. Angeblich war Oman sauer, dass die Operation überhaupt genehmigt wurde. Kann's ihnen nicht verübeln. Sie finden es nicht seltsam, dass wir bevorzugt wurden? Ich hinterfrage die Logik der hohen Tiere schon lange nicht mehr. Angeblich waren wir als einziges Team einsatzbereit. Ja, dasselbe habe ich auch gehört. Dann wissen Sie so viel wie ich. War's das? Ja, man sieht sich, MacReady. In Russland haben gehackte Drohnen St. Petersburg attackiert. Und in den USA haben Millionen ihre Arbeit verloren, als das Kollektiv geheime Firmendokumente veröffentlichte und so mehrere Unternehmen der Fortune 500 in den Ruin trieb. Tatsache ist, das Kollektiv ist eine der gefährlichsten Verbrecherorganisationen der Welt. Auch wenn die Untergrundmedien ein Lied darauf singen. Ich bin Eliza Kassan. Armer Singh. Manchmal läuft die Mission einfach schief. Ich habe DNA-Checks bei sämtlichen Agenturen durchgeführt. Erst die Dubai-Mission, dann die Bahnhofsbombe. Das ist wirklich eine Rekordwoche. Achtung, der dritte Viertelherrliche TF-29 Schießwettbewerb steht vor der Tür. Nicht vergessen, unser Schießstandsteg ist immer offen. Üben Sie mit allen Schusswaffen aus dem TF-29-Arsenal und unbegrenzter Munition. Haben Sie genügend trainiert, Aria? An alle Mitarbeiter, ich möchte ein paar Worte zu der Mission in Dubai sagen. Wir alle kennen jemanden, der bei dieser Operation sein Leben lassen musste. Unser einziger Trost ist, dass sie für das gestorben sind, woran sie alle geglaubt haben, dass wir die Welt verbessern können. Dennoch gibt es keine Entschuldigung dafür, dass die Mission derart gescheitert ist. Die Gründe werden derzeit genau untersucht. Wir können es besser und jetzt machen wir es auch besser. Für sie. Außerdem sind mir Gerüchte zu Ohren gekommen, die anzweifeln, ob wir dafür überhaupt zuständig waren und nicht Maskat. Derartige Spekulationen lenken nur ab und werden sehr ungern gehört. Konzentrieren Sie sich bitte auf die aktuelle Aufgabe. Die Opfer waren unsere Leute. Es ist unsere Aufgabe, sie zu rächen. Die Trauerfeier findet Führung mit Kriminellen durch.
und bin außerdem für die Beurteilung und Beratung der Mitarbeiter zuständig. Durch unsere Arbeit hier bei der Task Force 29 ist jeder Agent emotionalen Stress und potenziellen Traumata ausgesetzt. Geistige Stabilität ist darum mindestens ebenso wichtig wie körperliche Gesundheit und sie sollten sowohl während ihrer Fälle als auch danach Zugang zu professioneller Unterstützung haben. Ich freue mich darauf, jeden von Ihnen in den kommenden Wochen bei einem Erstgespräch persönlich kennenzulernen. Mit bestem Gruß, Dr. Dehara Hausin. Ja, die Arbeit war ganz geschmeidig, Jan. Wie immer, kennst das ja. Dr. Jennifer Phillips. Neuropozin-Bestellungen. Agent Jensen, mir ist aufgefallen, dass Sie den Neuropozin-Vorrat nicht abgeholt haben, den ich in diesem Monat für Sie bestellt hatte. Außerdem haben Sie zum dritten Mal in Folge Ihr Rezept zu spät abgeholt. Ich weiß, dass Agenten Sie gerne Ihre Grenzen austesten, indem Sie sich das lebenswichtige Medikament versagen. Die Gründe dafür sind meist Stolz, übertriebener Männlichkeitswahn. Oder die gut gemeinte, aber nicht angebrachte Meinung, dass andere es dringender brauchen. Falls das auf Sie nicht zutrifft, bitte ich um Entschuldigung, aber sollten Sie sich noch einmal verspäten, muss ich davon ausgehen, dass Sie sich das Medikament illegal aus anderen Quellen beschaffen und werden Sie melden. Danke für Ihre Kooperation. Dr. Matt Jen Philly, der 29 Meter Europa. Danke, MacReady, Dubai. Ich warte immer noch auf Ihren Abschlussbericht. Wir müssen alle einschreiben. Beeilen Sie sich, sonst schreibe ich ihn. Und dabei eben die Garantie nicht gut weg. Was für ein Arschgesicht. Boah, ist doch gut, wenn es bei dir auch gut läuft. Würden Sie, ich mache so schnell ich kann. Ach, aber nicht, mit dir ist schon gar nicht. Ach, was hast du vorhin gesagt hier? Man soll in der unteren Ebene bleiben, ne? Ja. Ich geh mal runter hier, mal gucken. Bam! Ach, das ist doch der Aufzug, die Nase. Wenn ich mir was hole. Adam, Anforderungsformulare für MacReady und seine Jungs auszufüllen ist zwar langweilig, aber ich will ihm keinen Grund geben, doch noch Nein zu sagen. Nein sagen? Wozu? Machen Sie Witze? Sie sind im Moment unser einziger aktiver, augmentierter Agent. Ich will das ändern und frage jede Woche nach, aber bisher Erlaubnis verweigert. Interessant. Ist auch ein Grund dafür? Angeblich ist mein Stressniveau zu hoch. Ich soll Meditationskurse belegen und Cheng mitnehmen, damit er nicht mehr ständig die Sicherheitscodes ändert. Dabei wollte ich wirklich rausfinden, wer diese Typen in Dubai waren. Na. Sie sagten, Ihr Stressniveau beeinflusst Ihre Chancen, Agentin im operativen Dienst zu werden. Warum? Nee, ich habe eine seltene Neurofizienunverträglichkeit und brauche deshalb mehr als normal, vor allem in Stresssituationen. Die sagen, das wäre zu teuer. Es ist also nicht nur Diskriminierung, das wäre einfacher. Es kommt einiges zusammen. Naja, diese Kombination ist in Prag ziemlich unangenehm, zumal es eher schlimmer wird. Ich weiß, aber nur Interpol wollte mir eine Chance geben und jetzt habe ich diesen Posten. Ich habe damit kein Problem, ich mache, was man mir gibt.
Gut. Ich habe mich monatelang in der Reha an meinen neuen Arm gewöhnt. Ich musste alles neu lernen. Schießen, Stiefel schnüren. Aber ich hab's geschafft. Und ich bin besser als vorher. Ich will und kann helfen, draußen im Einsatz, wo ich was bewegen kann. Sie wissen das. Und wenn Sie es können, kann ich es auch. Nicht aufgeben, Arya. Semper Fi. Semper Fi. Unfassbar, dass Miller den Goldmaskenfall MacReady gegeben hat. Oh, tut mir leid, Adam. Sie waren ja auch da. Sie sind bestimmt genauso wütend auf diese Typen in Dubai wie MacReady. Agent Singh ist ein großer Verlust, aber sie trifft keine Schuld. Sie haben alles getan. Ja, ob es jetzt ein MMO ist oder nicht, das ist mir eigentlich relativ pumpe, weißt du. Das Spiel an sich generell gefällt mir irgendwie nicht. Als Cheng nach dem Anschlag alle Codes geändert hat, geschah das auf Befehl? War unsere Anlage wirklich ernsthaft bedroht? Möglich. Ich glaub's aber nicht. Sie kennen ihn ja. Aber er hat diesmal nicht als einziger überreagiert. Viele sind seit über 36 Stunden hier. Und die Staatspolizei war nicht gerade kooperativ. Kann ich mir vorstellen. Es hat Stunden gedauert, bis wir die Überwachungsaufnahmen vom Bahnhof und der Umgebung hatten. Anscheinend vertrauen sie Interpol nicht. Ich kann Shanks Paranoia fast verstehen. Wobei Cheng niemandem vertraut und schon gar keinem Gesetzeshüter. Er war ja vorher schon nervös, aber seit dem Anschlag ist er noch manischer. Er sieht Verbindungen, die sonst keiner sieht, und einige davon gibt es sicher gar nicht. Explosionen können empfindlichen elektronischen Geräten nun mal schaden. Ach ja? Sagen Sie ihm das mal. Ja, sorry, Jan, da musst du auch noch so schreiben. Ansonsten verstehe ich deine Sätze irgendwie immer falsch. Da musst du dich schon deutlicher ausdrücken. Da hast du dich jetzt darauf bezogen. Beziehungsweise, das klang jetzt für mich, als würde ich das Spiel nicht mögen, weil es ja auch ein MMO ist. Deswegen. Da musst du halt schon deutlicher werden. Okay. Dann lasse ich Sie mal weiterarbeiten. Sicher. Bis später. Nein, ich will keine Zeitung lesen. Ja, die nehmen wir mal. Oh gut, passt. Was? Gib mir mal lieber so eine komische Zugangskarte vor. Wissen wir immer noch nicht, wer die Typen waren, die den Einsatz Was hat das denn damit zu tun, wie viele Scheiße? Soll sich einfach nur klarer ausdrücken. Da hängt ja keiner von dir, dass du da jetzt einen halben Roman reinschreibst. Ich werde den Kerl schnell, ich will jetzt die Touren gerade erstmal finden. Meier ist da oben der Freilich, dankeschön. Ich habe versucht, die Leichen der Leute zu identifizieren, die den Einsatz in Dubai gesprengt haben. Ich habe DNA-Checks bei sämtlichen Agenturen durchgeführt. Nichts. Adam, wie läuft's? Probleme beim Deponieren? Geduld, Alex. Ich brauche erst Zugang zum Motherboard, ohne meine Tarnung aufzugeben. Tut mir leid. Nachricht erhalten.
Gestern Nacht hat wieder jemand versucht, unsere Firewall zu knacken. Was? Ist ja unglaublich. Ihr Kerle, Händler. Mal öffnen, Kollege. Oh. Boah, Scheiße, du warst unglaublich. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff verweigert. Ah, okay. Na. Ja. Oh, ihr seid alle. Na, ist klar, dann muss ich nochmal. Ne. Ah, ist doch was. Ist doch auch nice. Ein Kreuzchen hier, Kollege. Mach kein Blödsinn. Ne, danke. Was? Ach, Quatsch. Ach, Gedanken waren so. Ja. Hilak ja, hier haben wir die Auto. Na, wie? Wir haben hier ein offizielles Okay aus Indonesien bekommen, also. Zugriff verweigert. Och, leck mich fett, ey. Ich habe jetzt noch diesen roten Scheißstreifen da geachtet. Oh, Mensch. Mist. Na ja, warten wir halt noch mal. Wir können nicht evakuieren. Die LZ ist total überlaufen. Oder Schneckenlein, oder was? Warte. Alle guten Dinge sind drei, ne? Genau. Oh nein, ich hab doch diesen Halbwurm gemacht, weil du. Ach, scheiße, ich hab doch gar nicht. Wie man merkt, bin ich ein richtiger Hacker-Experte. Das ist überhaupt da, wo so rein. Das ist erstmal da oben, aber. Mir fehlt die Zugang. Der Ball soll ja ziemlich heftig gewesen sein. Nochmal gucken hier. Ja, falscher Dienst. Ja, weiter. Was? Ach so, ja, tun wir gerade das mal. Hm,
Einzelnen. So, aber nicht mal besser. Nein. So. Also. Gute Nacht. Also klar. Dämpflüster zu platzieren. Alex Vega, mein Kontakt im Kollektiv, hat mir ein Abhörgerät gegeben. Im holographischen Konferenz letztendlich der T29 platzieren soll. Allerdings muss ich dazu auf das Motherboard im Serverraum der NSN zugreifen. Ja, die interessant machen. Ich will aber nicht um Schießstand, Kollege. Okay. Alles klar. Dann probieren wir erst einmal hier alles aus auf der Strand, ja? Das war einfach immer checken hier von Pferden. Überkorn ist. Ach, Scheißdoll. Oh Gottchen, hör im Himmel, ey. Was kann ich denn wieder was geben hier, du, ey. Oh. Scheiße, kann ich denn hier rein? Danke. Nö. Ernst jetzt, Alter, ich werde hier nichts gehackt worden. Kannst du einen Sinn hier? Ach, der Keeper hier mal. Oh, nö, ach komm. Ja. Komm, mach für dich. So schlecht muss ich nicht in die Ecke. La 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 la. Ach, mach den Mental ja auch, ja. Otto. Ey, besauf dich mal, ey, hier, da auch, Alter, der Absinth haut aber rein, wa? Boah, übel. Übel, Alter. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff verweigert. Oh Gott, ey. Thank you.
entdeckt. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Ja, sag mal. Danke. Meine Güte, das war jetzt ein Krampf hier mal wieder, ey. Mein, unglaublich. Da war ja doch die nette Karte. Oh, das ist meine. Was soll das? Wieder ein dankes Löffel. Ach, guck mal, auf den Wein besorgt dich sein. Ui, leck mich fett. Alter. Alter, fragt, kriegt ja auch rein gar nichts, der Gerl. Übelst. Ein anderer mehr. Ich merke gleich. Ich bin sofort wieder vor euch da. Kann der gute Kerl ein wenig ausnüchtern.
So, da bin ich wieder. Ja, wir sind auch. Das ist unser Jensen. Ach, wieder nüchtern. Oder mal schauen, was uns. Naja, was dieser Mappy zu bieten hat. Ein Stealth-Software, Wegweiser. Die Stealth-Software verhindert Entdeckung. Benutzen Sie sie, um Knoten unentdeckt zu übernehmen, zu verstärken oder eine Firewall zu überwinden. Drücken Sie links, um sie zu benutzen. Pro Aktivierung wird eine Software verwalten. Da wir nur eine haben. Ach, wir probieren es einfach, alles klar. Ja, sicher ist sicher, würde ich sagen. Anomalie vorgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Ah, okay. Zugriff verweigert. Hoppala, das sind ja zwei Grüne. Ah, okay, das muss man mir doch sagen. Oh Mann, ey. Sag mal, ich sag doch, ich bin ein wahres Hacker-Genie. Ach, ich hoffe, es wird bald Sommer. Dann wird auch die Windebälle wieder auf. Ja. Ich weiß halt, der Ding hat Sicherheitsstufe 1. Ja, ernsthaft jetzt. Ja. Muss ich etwa hier beide überhängen oder wie? Alter, wie wird das denn in der Zeit hinkriegen? Ja, es gibt nichts, was mehr frustriert, wenn man an einer Stelle 1000 Anläufe braucht. Einfach unglaublich. Da gehe ich jetzt auch mal einen anderen Weg. Nochmal danke sehr. Also hier hin. Halt, 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 nein! Ach, du bist doch ein Arschkrampen, ey. Oh, ich hab's im letzten Moment noch gesehen, ey. Entdeckung auf 100%. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Leute, bleibt mal ganz kurz dran. Ich bin nicht weg, aber ich muss nur eben eine kleine Einstellung ändern. Ich bin, wie gesagt, noch da. Also nicht wegrennen. Nur eben schnell was umändern in den Einstellungen hier bei mir gerade. So. So, und da bin ich auch schon wieder. Tut mir halt, irgendwie hat der Ton gerade so ein wenig bei mir rumgespackt. So, noch einmal. Hier, genau hier. Es steht dicker, fett drauf.
klar, ich versuche das natürlich zu übernehmen, warum auch nicht. Ich lerne nichts, ne? Nein, nochmal. Das hier war. Ja. Ich kann nicht übernehmen machen, okay. So. Ach, das kann man noch nicht mal kaputt machen, ey, den Scheiß. Alter. Zugriff verweigert. Jensen, muss ich sagen, du bist kein Hacking-Genie. Also wer das Spiel hier schon kennt und durchgespielt hat oder sonstiges, der kann mir gerne auf die Sprünge helfen und mich beratschlagen, wie man das am besten bewerkstelligt. Das Nukem bringt irgendwie gar nichts. Das Übernahme 0. Okay. Ja, also ich gehe mal davon aus, wir müssen beide übernehmen. Ja, gut drauf. Ja, dann geht's. Ach, da oben ist ja auch noch einer. Okay. Also ich brauche 1000 Anläufe, bis ich alle Wege entdecke. Ah, das weiß ich, Schatz. Wie gesagt, nimmt mir nicht ganz so krumm. Auch wenn die Spiele älter sind, die ich im Moment streame, aber die meisten davon spiele ich blind. Weil ich sie vorher noch nie angespielt habe. Noch einmal hier. Ich hoffe mal, es klappt. Juhu, wunderbar. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Ach, Angela. Voll das Labyrinth-Spiel hier, ey. Boah. So, Server hat mein Passwort lost. Die Nachricht wurde automatisch erstellt. Neue Passwörter. Nummer 1, Cenk Peter. Ach, Fahrlehrer 5689. Nummer 2, MacReady Duncan. Sharp 07. Danke dir, Schatz. Ich sag ja auch, wenn es länger dauert, irgendwann knacken wir schon. Nummer 3. Black Winston, Origami 1970. Ja, okay. Holla, die Waldfee. Das kommt ja jetzt passend. Ja, schauen wir mal, was wir hier finden. Ach, gar nicht vom Müll. Okay. Ach, ja, super. Lol. Er wusste, worauf er sich einlässt. Katharina
Ach mein Gott, ich muss hier ganz rauskrabbeln. Oi, oi, oi. Das geht schon wieder los, wieder hacken. Yeah, baby. Aber ein bisschen Raum umschauen, was wir hier gemacht haben. Ach, das nehmen wir auch mal mit. Den machen wir schon mal auf, weil ich denke mal, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir danach da flüchten dürfen. Ja, dann mal gucken. Neurales Subnetz. Ach, ach du Schande. Ach, das ist ja nur erstmal hier. Wir versuchen einfach mal hier. Ja, jetzt war ja klar. Zugriff verweigert. Alter. Es geht schon wieder los. Oh gut, der hat sogar Sicherheitsstufe 2. Holy shit. Piep, piep, oh, Wunder. Oh, wei, wei. Das war mir so klar. Zugriff. Ah, ein paar Sekunden nur. Oh, Mann, ey. Ich hab ja auch nicht besser zu tun. Das ist ja ganz Zeit, ja. Joe Guy Lothier. Sir, bei Ihrer letzten Benutzung dieses NSN wurden die Logs nicht korrekt Merkwürdigkeiten im NSN, deren Ursprung ich gerade untersuche. Bis auf Weiteres sollten Sie Ihre Logs manuell löschen, sonst kann der nächste NSN-Benutzer auf Aufzeichnungen Ihrer Kommunikation zugreifen, einschließlich der privaten. Jay GC. Danke für diesen Tipp. Ja, sehr schön. Noch mal. Zwei haben wir. Genau. Einmal im Netz gehen wir erstmal. Tracing-Programm initialisiert. Komm schon. Boah, wie soll ich denn das bitte schaffen? Ja, wir haben ja Zeit, Ach, guck mal da, ob du. Und ich lag vorher immer erstmal im Raum umschauen. Aber ja klar, Raffi, Jacke. Boah, was ein Ass, glaube ich. Komm. Schau mal. Den Wurmstorm. Zugriff gewährt. Diesmal ging es sogar schneller. Und das sogar ohne Wurmstopp.
Ja, so muss er immer laufen. Erstmal umgucken, ja. Könnt ihr was mitnehmen? Irgendwo rumliegen. Ach, wie das hier. Oh nein, ach, Wurststopp, super. Okay, hier ist ein Schließstein. Ja, also brauchen wir nicht, danke. Ja, super. Ein Bett. Ach so. Alex, der Flüsterchip ist drin. Moment. Oh, super. Verdammt, Adam. Wird es gerade benutzt? Scheiße, ich muss weg. Agent Jensen, in mein Büro. Sofort. Ach, ne, einzumachen. Also, aber kriege ich jetzt alles drin. Dankeschön. Boah. Okay. Tut mir leid, wollte ich nicht. Agent Jensen meldet sich zum Dienst, Sir. Hab schon mal versucht, aber Sie hatten eine Telefonkonferenz. Ja, richtig. Muss ich mir Sorgen um Sie machen, Jensen? Wie bitte? Der Systemschock. Macht er was in Ihrem Kopf? Lässt er Sie irgendwelche Dinge tun? Ich werde nicht durchdrehen und Leute angreifen, falls Sie das meinen. Dann wurden Sie also durchgecheckt? Das Problem mit Ihren AUX ist behoben? Ja. Ich habe mich darum gekümmert. Gut, gut. Gott weiß, dass ich Sie nach den aktuellen Vorfällen zu 100% einsatzfähig brauche. Sie klangen verärgert, als Sie mich angerufen haben. Alles okay? Nehmen Sie nie einen Bürojob an, Jensen. Sobald Ihnen ein Schreibtisch am Arsch klebt, geht's nur noch um Politik. Machen die Bosse Ihnen Ärger? Was? Ach das? Nein, das Problem ist die Staatspolizei. Sie drängt uns aus der Rosika-Ermittlung raus. Ich will, dass Sie vor Ort sind und das verhindern. Sie setzen mich auf den Bahnhofsanschlag an? Nicht auf Dubai? Vergessen Sie Dubai. Das macht MacCready. Gut. Ich dachte, ich müsste darum kämpfen, den Fall zu kriegen. Wer immer gestern die Bomben gelegt hat, wird dafür bezahlen. Richtig. Und wir müssen herausfinden, wer Sie sind, bevor die Staatspolizei unseren Tatort ruiniert. Sie sagten, die wollen uns rausdrängen? Freut mich, dass er auch wieder reinschaut. Ich habe heute Morgen Fletcher hingeschickt, um die Spurensicherung zu überwachen. Vielleicht ist er verhaftet. Hat sich noch nicht gemeldet. Das können Sie gar nicht. Die Tschechische Republik hat unser UN-Mandat unterschrieben. Bei Terrorismus sind wir zuständig. Naja, der frühere Direktor Ihres Geheimdienstes leitet jetzt die Staatspolizei. Er hat ein Schlupfloch gefunden und behauptet, der Anschlag falle unter die Ausnahme innerstaatlicher Terror. Innerstaatlich? Also die ARC, die Augmented Rights Coalition. Seine Meinung ist unerheblich, selbst wenn er recht hat. Ich will, dass wir vor Ort sind und es rausfinden. Also, wo fange ich an? Sie müssen mit unserer Psychologin sprechen, bevor Sie wieder in den Einsatz dürfen. Ich brauche keinen Seelenklempner. Praktisch, weil er zurzeit nicht im Büro ist. Und ich will nicht noch mehr Zeit vergeuden. Wie komme ich nach Rosika? Dort halten keine öffentlichen Verkehrsmittel. Für Sie schon, sobald ich ein Telefonat geführt habe. Gehen Sie zur U-Bahn und rufen Sie mich dann an. Viel Glück, Agent. Alles klar. Auf zur U-Bahn. Die Kommunikation zu überwachen für eine Operation in China. Unsere Leute zerschlagen einen Menschenhändler. Schon wieder die Harvester. Wo ist die Verlust?
Alex, haben wir was von dem Flüsterchip? Ja, Mann. Was? Janice hat den falschen Algorithmus für die Frequenzen geliefert. Wir können sie nicht korrekt entschlüsseln. Kriegst du das hin? Ich bin Pilotin, keine Programmiererin. Ich versuch's und melde mich wieder. Alles klar. Was ist los mit ihm? Ach, boah, ich muss ihn nur holen. Ganz easy. Aber Dali. Sie werden feststellen, dass alles in Ordnung ist. Was ist los, hä? Ich halte Sie für von irgendwas Wichtigem ab. Ja, das ist BH-847. Tatsächlich? Klingt beeindruckend. Werden Sie Schwierigkeiten machen? Hören Sie auf zu glotzen. Sie haben eine Freigabe für diesen Kontrollpunkt. Schönen Tag noch. Jetzt. Okay, Miller, ich bin in der U-Bahn. Perfektes Timing. Cheng sagt, ihre Privatkutsche kommt an, sobald sie auf der Karte den Rosica-Bahnhof aufrufen. Cheng, Sie haben ihn die Prager Verkehrsbetriebe hacken lassen, damit ich nach Rosica komme? Plan A hat nicht funktioniert. Angeschlecht. Was ist los? Was machen Sie hier? Miller meinte, ich sollte Sie suchen. Dachte, Sie hätten Probleme. Dachte er? Hat er das so gesagt? Ich bin nämlich nicht schuld. Was ist passiert, Smiley? Erst leite ich da drin die Show und plötzlich werfen Sie mir vor, ich würde Beweise manipulieren. Ich? Ist das zu glauben? Das würde ich niemals tun, Adam. Niemals! Es ist unser Tatort. Richtig. Aber sagen Sie das denen mal. Als sie die Waffen gezogen haben, habe ich den Mund gehalten und bin gegangen. Ich und Beweise manipulieren? Wahrscheinlich vernichten die gerade die paar Beweise, die es gibt. Zuerst habe ich ja gedacht, es ging um Sonja. Sonja? Sonja wer? Nur ein Mädchen, dem ich Englischstunden gebe. Ihr Mann hält sie für seinen Besitz. Sie kennen das ja. Das war ja klar, dass du wieder damit kommst. Okay, zurück zu dem Fall. Ich glaube, ich habe da drin was gefunden. Etwas Großes, das völlig neue Perspektiven eröffnen könnte. Aber dazu brauche ich den Scan des Explosionsbereichs. Und darum die ist es gut, dass Sie hier sind. Blechneutral. Machen Sie doch bitte den Jensen und beschaffen Sie mir das Blechhautneutral. Also, womit haben wir es hier zu tun? Eine Explosionsstelle. Überall Trümmer und jede Menge Cops. Wenn Sie an den Drehkreuzen und Sicherheitskontrollen vorbei sind, haben Sie freien Zugang zum Reisebüro. Und dort ist der Scan. Es sollte Sie nur niemand sehen. Wie viele Polizisten sind da drin? Keine Ahnung. Mehrere? Sie hatten alle Knarren, deshalb habe ich sie nicht gezählt. Mindestens einer trug einen Exo-Anzug. Die schießen bestimmt zuerst und begraben dann die Leichen. Ja, das ist im Normalfall auch so. Oder begräbst du erst die Leute und versuchst dann durch die Erde zu schießen, du Idiot. Ei. Oh Mann. Was ist Ihrer Meinung nach auf diesem Scan?
Das ist ein Beweis, Jensen. Ein 3D-Massenspektrometer scannt der Explosionsstelle. Und? Und hätte ich eine Minute mehr Zeit gehabt, hätte ich ihn jetzt bei mir und würde es rausfinden. Der Umstand, dass ich ihn nicht sehen soll, macht ihn noch interessanter und wichtig. Alles klar. Wir brauchen diese Beweise. So ist es, genau. Gute Einstellung. Wir brauchen sie, aber sie können nicht einfach reingehen und danach fragen, weil sie bei Interpol und noch dazu argumentiert sind. Nach dem Anschlag gibt es hier kaum noch Fans von einem... Meier Technos. Okay, wo finde ich sie? Das Forensikteam hat sich im Reisebüro eingenistet, das heißt, in den Resten davon. Sie gehen rein, nehmen das DSD mit dem Scan und verschwinden. Kein Problem. Das könnte eine Weile dauern, Smiley. Schon klar. Ich gehe zurück ins Hauptquartier. Viel Glück. Und kein Wort darüber zu Miller, okay? Well, kein Thema. Okay. Wow. Mal gucken, ob wir hier was Interessantes finden. Ah, hier unten. Unter den Linien bestimmt nicht. Ah, komm, lass mal da sind die schon mal. Oh, wundergeil, ich darf schon wieder hacken. Bitte, cool. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. So ein Gefühl. Warum nicht gleich so? Einfach hier aufmachen. Passt schon. Da mag ich nicht dran gehen. Aha. Okay. Alter, du machst mich nicht lesen. PDA. Victor. Zawetzki. Hey, Vic. Ich brauche mich drüben am Bahnhof Kappeckbrunn. Einer der Schalterbeamten hat sich krank gemeldet. Mit 3998 kommst du rein. Danke, ich schulde dir was, Wilhelm. Wilhelm? 3998, alles klar. Korb. Wir sollten zurückgehen. Hier kommt man nicht durch. No. Was? Gibt es keine andere Regel? Nur wenn sie einer von denen sind. Ja, komm schon mal. Der Geld. Wilhelm, ja. Hi, Max. Ich mutiere langsam zum richtigen Hacker-Profi hier. Anomalie festgestellt. Aber nicht so. Wo ist sie? Wieso so ein Weiher? Er hängt sich da unten, Alter. Boah. Oh ja, ja, ist ja. Oh, Alter! Ein Techno weniger, der Ärger macht. Hoppala! Ups, danke. Okay, was lacht uns das? Dort, nicht hacken. Nochmal. Beim Hacken verkackt, genau. Und da ja so wenig Kopf rumlaufen, ja, passt das. Oh Mann, ey. Anomalie
Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ja. Die Teile, okay. Alright, alright. Ach, schau mal hier, guck mal. Ja. Und, Hey, Luftlauber! Luftlauber! Na, von wegen. Alter, alles klar. Okay. Wir sollten zurückgehen. Hier kommt man nicht durch. Dieser Bereich ist für Zivilisten gesperrt. Ich gehöre zu Task Force 29. Ich dachte, ich könnte mich ein wenig umsehen. Falsch gedacht. Hier ermitteln wir. Und Sie und Ihre Jungs von der Taskforce können sich woanders wichtig machen. Okay, vergessen Sie's. Was? Spam. Gehen Sie lieber nicht weiter, Techno. Ich dachte, er wäre noch im Krankenhaus. Mann. Los, ab ins Scheißhaus mit dir. Oh, wei, oh, wei. Ernsthaft? Mal gucken hier. Ich ahne, wieder übel. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Okay. Weiß ich nicht, wie ich mir das jetzt wieder aus, ey. Hallo? Kannst ja so eine Flasche nehmen und dem Kopf vor die Birne schmeißen. Doc? Ja. Ob der flüchtig finden würde. Wer weiß. Ja, ich schlug ihm den Helm vor der von der Birne. Das wär's ja, Alter. Ich hätte mit dir, ich schlüsse Alarm aus. Nett mit mir, Kollegen hier. So nett. Hey, Dementin, so du mein Alter Falter. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff verweigert. Ah,
ist jemand. Scheiße! Ich mach einfach die Tür zu. Alter, das sind die Dummen. Haha, geil. Tür zu. Na komm, der nächste, der reinmarschiert. Ja, komm, drin. Warte, danke. Nein! Ich rücke vor. Alter! Geil, ich komm mich noch verömmeln. Hey. Alter, aber ey, sag mal, mit was für einer Erbsenpistole schießt der? Oh Mann, ey. Da freust du dich, statt die der Reihe nach da reinmarschieren, und du die umnukst. Beim letzten hast du einen Cooldown, um dir an, mit einer Erbsenpistole zu schießen. Ach wirklich, Max? Oh, ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Ich würde die Welt nicht verstehen. Ne. Ja. Ja. Andere Teil hier. Ist nur wegen dem beschissenen, gescheiterten Hackversuch, ey. Mein Gott. Ne, da hast du wohl recht, ja. Das stimmt wohl, ja. Nein, mach die Füße! Ich dachte doch, der schießt mit einer Erbsenpistole. Oh. Das erinnert mich irgendwie an die Spielsession von Darksiders gestern. Ja, gestern. Das war ähnlich frustrierend. Oh Gott, echt, ey. Warte.
Was? Ganz ehrlich, ich glaube, ich werde langsam zu alt für den Scheiß. Gerade, Mann. Nein, leider nicht. Alter, die kommen! Wackelt, ey! Näher hab ich den Ziel! Ja, die Scheißhecken ist doch der Grund dafür, warum der Scheiß überhaupt losgegangen ist, ey! Wow.
Bam. Warum nehme ich nicht an? Ich bin blöd, Mann. Voll. Gott sei Dank hier. Boah, ey. Das ist ja Ohrenkrebs. Nein, boah, das Ding hätte ich nicht nochmal hier. Oh Mann. Ich merke dieses Spiel lieben. Überwiegend nur Hackerei. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. What the fuck? Okay. Nicht schon wieder, Alter, Mann. Boah, Alter, das andere Ding habe ich schon schon gehackt. Oh. Oh, holy Banane, ey. Und da ging es wieder los, yeah. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Hoppala. Was? Moin. La la la, meine Neues. Ja, was haben wir eigentlich überhaupt hier? Hier erstmal gucken. Und runter, stopp da. Hilfe! Jetzt los, zieht. Ich bin schon Arsch, ey. Oh, by the way. Tut mir leid, Alter. Du hättest eigentlich nicht rumholen dürfen. Mei, oh mei. Ich hab mich davon. Sanitäter! Ich glaube. Ja, ich hab schon mal, wenn du so wusstest. Tut mir leid, Kollege. Ich hätte es ja lieber ruhig gehält. Aber du machst mich schnell weg, Mann. Mann.
Komm, guck dir wieder. Stopp. Alfred, schreib ich denn ein hier, weil wie schon Bescheid so ein Inventar hier schmeißt, soll das Gesöff hier rauen. Na komm, trink mal. Danke. Und jetzt wird's dem Agent Jensen wieder gut. Okay. So, Fahrgastschalter Terminal. Wir haben zur Unterstützung Ihrer Ermittlungen wie verlangt alle Computerzugangsdaten überschrieben. Das Passwort für das Terminal Fahrkartenschalter des Ruchika Bahnhofs lautet jetzt Antares. Alles klar. Einige. Und mal gucken hier. Ich weiß nicht, von der anderen Seite ist vielleicht besser sein. Oder? Mal schauen. So. Was? Gebiet gesichert. Rücke vor. Oh, ey, komm mal, perfekt. Hehehehe.
Rob, oder? Weil. Wow, okay. Was mal, wenn wir hier lang gehen. Okay. Gar nicht. Alter, rein gar nicht. Alter. Nüff nach. Okay. Ja, hier oben, ein bisschen schicki. Aber was haben die alle für ein Radio? Ah, hier, vom Lichtfeld her. Ja, übel. Na, hau mal rein, Trulli, dann geh ich hier runter. Und, naja, super. So wird er auf jeden Fall was. Zum Glas, ja, wird von da drin auch sein. Hier. Ich muss etwas finden. Ah, ich hab's eine Kamera oder was ist das an der Ecke? Ulto. Okay. Waffen sind sicher. Okay. Und Mädchen. Um die Ecke. Komm, geh. Glück gehabt. Was? Komm, ich setze mal einen Kaffee auf. Na, wenn wir mal gucken, kann man ein Käffchen trinken. Was? Der Kumpel ist gerade nicht hier. Was? Okay. Ist es schwierig, hier drin zu bewegen? Sasse, sie sagt, der Feind noch nichts, Kollege. Genau, es war nur ein Schatten, Alter. Aber komm ruhig her. Komm ruhig her. Oh. Hey, Alter. Dankeschön. Weil, du kannst dich die, so kann man sich der Leute auch entledigen. Ach, kein Eck, mein Schmuckerl. Der ist so schlimm. Ganz ehrlich, die MP ist ja eh bald leer. Von daher, mach einfach mal. Und so berauschend ist die jetzt auch nicht. Na. Ja, viel Inventar als Brüll. Sie verarschen. Hm?
Alter, ernst jetzt. So. Ach, wir sind eine Mine, Alter. Ernst jetzt. Ja, ich sage ja, bis ich da ein bisschen rumwursteln muss. Erinnert mich von der Aufmachung her so ein bisschen an Resident 4 mit diesem Kofferinventar. Da war es ja so ähnlich. So, muss schon mal. Nein, perfekt. Im Prinzip habe ich ja eigentlich nicht viel geändert. Oh Mann. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Okay. Erst gucken. So. No. Ach, eigentlich müsste da jetzt genug werden. Die Shotgun da. Wir laufen uns liegen hier. Ah, eine schlimme Sache, da reingeendet und macht mich alle auf einmal wieder hier am Hals. Aber ich will gucken, dass man wirklich die Mission hier fertig kriegen noch. Ja, bin ich noch ein. Ach, klar. Na, den mit ihren Mammut-Sichtweiten hier. Hey,
Mädchen hast du. Boah, da sind noch welche. Komm hier, mein kleiner Freund hier, komm her. Komm doch, wieder einfach mal rein in die Nasen, Otto. Komm doch hier hin, Mensch. Leider nicht so. Ich bin schon mal drin, aber ich bin auch auf eine Flashbitte. Auf Zimmer. Kamerad am Boden! Oh. Dimitri hat kein Wodka mehr! Ah. Komm, Dimitri, komm mal hin zu mir! Da hast du auch von da hinten gesehen, dass dein Kamerad am Boden ist, Mann! Genau, Alter, du hast ja die Mega-Eugel! Ja, boah, sind ja alle! Fast alle irgendwelche Halb-Cyborgs! Dann passt das schon. Komm, Mensch. Komm, du Kamerad am Boden. Komm hier hin. Komm doch hier rein. Ach mein Gott. Ja. Komm raus. Beil dich. Wo brat ich denn nicht lang? Eieiei. Komm schon her, Mensch. Doch Kerl ist. Na, was machst du? Wo kann ich da was machen? Ja. Komm hier hin. Hier hin. Hus, Kollege. Ey, du bist am Drehtorn, ey.
Zentrale, erwarte weitere Befehle. Ich auch. Ui, Alter. Stopp, nee, den kann ich nicht so schnell umjubeln. Das reicht nicht. Die bezweifle ich, danke sehr. Ist nicht gut. Kein Alarm, kein Alarm, nein, ja. Bitte kein Alarm, danke. Kein Alarm, danke. Hier. Rein, komm her. Ich hab wieder hinten gesehen. Oh, ich geh mal rein. Warum? Boah. Ich war kein einziger Schnitt. Boah, ich hab eine der Boma da hinten. Boah, oh ja.
Holy shit, ey. Ist überhaupt hier richtig? Smiley, ich hab den Scan. Ja, sehr gut. Bringen Sie ihn in mein Büro. Mal sehen, ob ich recht habe. Verstanden. Boom. Füße still, du. Wir haben es geschafft, Leute. Die Sequenzen mal schauen noch. Vagonu pro naturály. Chcete snad vyvolat paniku? Ukažte mi papíry. Dělejte, nebo vás seberu. Ich habe für sowas keine Zeit. Beeilen Sie sich. Vemte si je a vypadněte. Až příště pojedete metrem, použijte vagon pro augy. Máme svých problémů dost i bez takových potížistů, jako jste vy. Was haben Sie getan, Jensen? Die Staatspolizei meldet einen weiteren Angriff am Bahnhof durch einen augmentierten Terroristen. Sie haben die Beweisaufnahme gestört. Verdammtes A! Ich befehle Ihnen, unsere Psychologin aufzusuchen. Orsen erwartet Sie in Ihrem Büro. Verstanden. Ich muss sowieso zu Smiley. Beeilen Sie sich. Cheng hat nämlich eine neue Spur in den Intellicam-Aufnahmen gefunden. Sie belastet die Ark und führt nach Gollum City. Nach Gollum City, okay. Ich weiß gar nicht, dass wir hier auch noch bei Herr der Ringe spielen. Also Gollum City. Ich würde so, aber verteilen. Ich würde sagen, hier ist eine gute Stelle, um aufzuhören, da wir passieren. 2 Stunden erreicht haben. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ich bin ab 18 Uhr wieder on für euch.
könnten sich in Europa. Und zwar mit Darksiders 2. Also, dort könnt ihr auch gern zuschauen. Ansonsten, wie heute, um 21 Uhr bis 23 Uhr bei Deus Ex. Ja, dann wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne gute Nacht. Genau, wenn es euch gefallen hat, wie mein Kumpel Max schon sagt, könnt ihr auch gerne ein Follow da lassen. Obwohl, Max, jetzt wo du es immer ansprichst, ich glaube, ich stell dich ein dafür. Du hast dann die ehrenvolle Aufgabe, am Ende des Streams immer das zu betonen. Das hier in der Stadt? Wir können ja gleich noch ein bisschen im Party quatschen, Max. So, aber wie gesagt, ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne gute Nacht. Und bis morgen dann. Könnten sich in Europa ausbreiten. Bye, bye.